Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, es geht los. Das gehört zu den lästigen Pflichten meines neuen Jobs. Ich muss Weltausstellungen eröffnen, einmal im Jahr. Heute in Mailand. Mein Chef ist auch gekommen, Herr Schulz, geht links neben mir. Die Expo 2015, die große Leistungsschau der Nationen in Mailand, da bin ich natürlich dabei. Herr Schulz, guten Morgen. Freut mich. Herr Schulz, schön, dass Sie da sind. Besonders auf die Bekanntschaft mit der charmanten Italienerin freue ich mich. Frau Mogherini, herzlich willkommen auf meiner Weltausstellung. Fühlen Sie sich wohl? Dann wird es offiziell. Stramm stehen, Beethoven und Fahnenzeremoniell, das Übliche halt. Die EU ist zwar noch kein richtiger Staat, aber vor der Weltöffentlichkeit demonstrieren Schulz, Mogherini und ich, dass die EU die bestaussehenden Parlamentarier hat. Und eine Fahne haben wir schließlich auch. Mein Chef verliert kurz die Orientierung und ich bin froh, dass ich ihm im entscheidenden Moment den Weg weisen kann. Liebe Schulz. Good morning, ladies and gentlemen. Schulz spricht vor dem Stand eines großen Schokoladenproduzenten, weil es bei der Weltausstellung um die Ernährung der Menschheit und den Hunger in der Welt geht. This is a good signal for all of us. Ein gutes Signal ist vielleicht auch, dass Ferrero einerseits unsere Kids daheim mit Milchschnitten und Kinderschokolade mästet, während die Kleinen in den Kakaoanbaugebieten von den wachsenden Chancen auf dem Kinderarbeitsmarkt profitieren dürfen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade hingehen. Normalerweise suchen wir jetzt eigentlich einen Stand, an dem wir was zu essen bekommen. Und Präsident Schulz kennt sich sehr gut aus hier, steuert jetzt. Worauf steuert er zu? Herr Schulz, wo gehen wir eigentlich hin? Wo gehen wir eigentlich hin? Ah, okay, EU-Pavillon. Wir gehen jetzt zum EU-Pavillon. Wir gehen alle meinen Schulz nach und der geht jetzt zum EU-Pavillon. Das heißt, wir gehen jetzt alle zum EU-Pavillon. Chef, ich? Wenn der Chef ruft, dann muss sogar ich springen. I'm a member of the European Parliament. Ah, sorry, so. Mr. Sonneborn. So, I'm sorry, I'm okay. Sorry. Sie sind doch der Abgeordnete Sonneborn. Das stimmt, Herr Schulz. Und ich werde begleitet heute an einem Tag, um auch den Gedanken der Expo hier ein bisschen in die Welt zu tragen. Ich gebe mir größte Mühe, der Bedeutung des historischen Momentes Ausdruck zu verleihen. Und die Jugend der Welt feiert mich. Erschöpft und ausgehungert erreiche ich das Buffet. Feeding the world. Langsam verstehe ich das Motto dieser Expo. Genug Essen für alle. Das Weltausstellungsmotto klingt erstmal vielversprechend. Aber der Hunger ist groß auf der Welt und es ist nicht einfach, an die Nahrungsmittelvorräte zu gelangen. Ist das nicht ein bisschen viel? Da mir meine Kollegen im EU-Pavillon nichts übrig gelassen haben, mache ich mich mit meinem Büroleiter auf die Suche nach etwas Essbarem. American Food 2.0. Wie der innovative Ernährungsansatz der USA aussieht, erfahre ich direkt gegenüber. Hoffmann, können Sie den bitte für mich essen? Sie sehen hungrig aus. Die Amerikaner haben die Welternährung also schon im Griff. Dann kümmern sich die Russen bestimmt um den Durst. Wie viel Wodka braucht man, um keinen Hunger mehr zu spüren? One, two. Bottles or shots? Shots. Oh, shots. Fine. Yeah, that's fine. Could I have a second vodka, please? Gleich hinter der Regionalmacht Russland liegt die Großmacht Coca-Cola. Auch der Limonadenhersteller verfolgt auf der Weltausstellung ausschließlich nachhaltige Ziele. Die Besucher bekommen Cola zu trinken und bekommen dann mitgeteilt, dass es nichts anderes als Cola zu trinken gibt, weltweit. In how many plants are the Coca-Cola Company beverages produced worldwide? In how many plants? 4
One question. Are you able to provide 7 billion people in the world with Coke? Yes, we are able to provide them. But there are 2 countries worldwide that don't produce Coke. For example, China and North Korea. North Korea is one of them, and the other one is Coke. Oh, fuck the Iranians. They are the only 2 countries. Okay, wenn die Nordkoreaner und die Iraner unbedingt verdursten wollen, dann kann ihnen das Europäische Parlament auch nicht helfen. Die Expo besteht aus zahllosen Fresspavillons und die haben eins gemeinsam. Sie sind groß, teuer und sie haben keine Antwort auf das Hungerproblem in der Welt. Deshalb bleibt eine Frage am Ende dieses langen Tages offen. Herr Schulz, ist das nicht eine Riesengeldverschwendung hier? Könnte man das Geld nicht besser nutzen, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Die Frage stellt sich ja jedes Mal, wenn Sie irgendwelche Aktionen haben, ob das Geld, das man dafür ausgibt, die besser verwendet wird. Und? Wenn wir es hier schaffen, Leute dafür Bewusstsein zu wecken, dass sie zum Beispiel mit der Verschwendung von Nahrungsmitteln durch Wegwerfen aufhören, hat sich die Investition gelohnt. Gute Fahrt. Hoffmann, Nachtisch. Mein Bewusstsein ist geweckt. Ich werde in Zukunft kein Essen mehr wegwerfen. Wozu habe ich schließlich einen Büroleiter? Guten Appetit.